Ein gut besuchter Saal erwartete den Biologen Professor Dr. Martin Korte von der Universität Braunschweig zu seinem öffentlichen Vortrag im Leibniz-Institut für Neurobiologie. Zahlreiche Wissenschaftler und interessierte Magdeburger waren gekommen, um sich über Aspekte der modernen Lernforschung informieren zu lassen. Ja, ich denke, Wissenschaft hat ganz klar auch die Aufgabe zu transportieren, was nun die speziellen wissenschaftlichen Erkenntnisse bringen für das alltägliche Leben. Und ich denke, da ist mit dem Martin Korte aus Braunschweig heute jemand mit dabei, der einfach das sehr gut übersetzen kann. Der Vortrag bildet die Auftaktveranstaltung für das internationale neurobiologische Symposium Learning and Memory, Cellular and Systemic Views. Zusammen mit der OFGU richtet das Leibniz-Institut für Neurobiologie dieses bereits zum 13. Mal in Magdeburg aus. Die Resonanz des Publikums war sehr eindeutig. Ich fand den ganzen Vortrag ausgesprochen informativ und vor allen Dingen auch verständlich. Man muss eigentlich, da ich zu den älteren Semestern in dieser Stadt auch gehöre, eigentlich erkennen, dass das Lernen für uns nicht nur eine bestimmte Aufgabe eines Lebensabschnittes, sondern eine Lebensaufgabe ist. Und das hat mich hier begeistert. Zum Mitnehmen natürlich viele Tipps, wie man selber besser Informationen aufnehmen kann, sich die behalten kann, wie man sich selbst belohnen sollte. Es war ein sehr amüsanter, unterhaltsamer Vortrag, den man perfekt nach der Arbeit noch aufnehmen konnte.